Erdbeben, was geht, Leute? Willkommen zurück auf meinem Kanal Robin. Und heute werde ich mein Aquarium komplett einmal sauber machen. Ich muss das leider in dem Sinne für euch jetzt vor dem Einrichten machen, weil es mir eine Festplatte zerschossen hat, eine externe. Und ja, ich habe die ganzen Daten verloren und bin zu blöd, das wieder zu beschaffen von alleine. Und es ist mir echt für ominöse, es gibt horrende Preise im Internet für Leute, die das anscheinend wieder herstellen wollen. Und da ich im Moment irgendwie sowas wie eine Schneckenplage in meinem Becken habe, möchte ich sowieso mal eine Bestandsaufnahme machen und einmal komplett das Wasser wechseln. Weil ich möchte die Viecher schon gerne raus haben. Ich habe mir schon so viele Schnecken, habe ich schon hier so gefangen, mehr oder weniger gefangen. Und sie alle in so einen Bottich getan, die leben glaube ich alle noch. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen werde. Und ja, ich kann es euch ja mal so von oben zeigen. Es ist überfüttert hoch 2000, weil ich am Anfang ist mir Garnelenfutter leider ein bisschen mehr reingefallen, als es sein sollte. Ich bin mir nicht mehr so genau sicher, wie viele da drin sind, weil ich hatte vorher einen großen Filter. Und der hat anscheinend auch ein, zwei leider auch angesaugt und die habe ich leider nicht mehr retten können, weil ich das zu spät gesehen habe, als ich den Filter sauber gemacht habe. Ja, das sind so die Anfängertricks und Tipps und Tricks, die man vielleicht beachten sollte, dass man sowas gar nicht erst benutzt. Also hier sind die ganzen Schnecken. Ich denke mal, die Schnecken kommen alle von einer Pflanze, die nicht in vitro war, die ich mir dann im Futterhaus gekauft hatte. Ja, und da ist seitdem so viele Viecher drin, die möchte ich gerne alle raus haben. Außerdem, wie gesagt, eine Bestandsaufnahme. Und dann werde ich jetzt einfach mal alles rausholen. Erst die Pflanzen rausholen und dann die ganzen Tiere einfangen. Ich habe auch noch mir noch ein kleineres Becken geholt. So, dann mehrere Eimer habe ich geholt. In einem Eimer, ich habe mir noch so eine... Das ist ein bisschen sehr laut wahrscheinlich. Noch ein kleinerer Eimer hiervon. Ich habe diese billigen Eimer geholt für 99 Cent. Ist doch ganz geil. In dem kleineren Eimer, den ich davon habe, sind noch diese Pflanzen hier. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie die heißt. Aber die blüht wie Hacho und die muss man auf jeden Fall alle paar Tage schon fast schneiden. Und deswegen habe ich die alle schon zur Seite getan, weil mein Bruder hat Goldfische. Und er meinte, die würden die wahrscheinlich fressen und deswegen habe ich die in so einer anderen Schale getan. Ja gut. Ich würde sagen, ich fange an, indem ich alles an Pflanzen erstmalig raushole und die dann hinterher irgendwann mal wasche. Ich weiß, man soll, glaube ich, nicht komplett alles, also hiermit werde ich das Wasser wahrscheinlich rausholen. Man soll, glaube ich, nicht das ganze Wasser wechseln, wegen der Flora und Fauna, sagen wir mal so, wegen dem pH-Wert oder was auch immer. Man soll nicht das ganze Wasser wechseln, wegen dem eigenen Ökosystem, glaube ich. Aber ich muss es, glaube ich, einmal leider tun, sonst komme ich nicht an die ganzen Tiere ran, die ich da drin nicht haben möchte. So, Hände habe ich mir gewaschen, deswegen sehe ich auch hier wieder aus wie so ein trockener Hannes. Als ob ich irgendwie gar nichts hätte. Ja, dann würde ich sagen, ich mache es einfach mal. Und schalte erstmal alles raus. Außer die Lampe könnte man eigentlich anlassen. Ich weiß gerade nicht, was ist. Das war natürlich die Lampe. Ja, klar. Aber ist ja nicht schlimm. Die Lampe packen wir mal komplett so. Und den Rest nehmen wir erstmalig raus. So, wir nehmen das mal kurz ab, also ganz ab. Ich habe mittlerweile eine Heizung, bin mir nicht so sicher, ob das vielleicht daran liegt. Eigentlich wollte ich keine Heizung haben. Die Heizung habe ich für die, wie gesagt, mein Bruder hat Goldfische und der hatte vorher normale Zierfische, wie soll man das sagen. Und die wollte er nicht mehr haben und die sind ihm dann nach und nach ohne Heizung auch gestorben in seinem Goldfischbecken. Und seitdem habe ich die quasi adoptiert. Jetzt habe ich eigentlich, wollte ich ja nur Garnelen haben. Jetzt habe ich aber auch Mollys und Zebras hier drin. Und seitdem habe ich mir gedacht, der eine Molly war immer so an dem Filter hier an der Seite. Habe ich gedacht, der friert vielleicht ein bisschen und der Filter wird natürlich trotzdem ein bisschen warm. Dass der, ja, irgendwie eine Heizung bräuchte. Bin mir jetzt nicht sicher, weil die Garnelen verschicken sich auch gerne im Filter. Den Filter habe ich bereits schon mal einmal sauber gemacht. Das sieht schon wieder aus wie Hacho. Ja, das werde ich alles erstmal kurz an der Seite legen. Ich habe natürlich leider nur zwei Eimer. Einen für Tiere und einen für... Mist, ich brauche drei Eimer. Ich muss den einen Eimer leider doch noch irgendwie... Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich kann ja schlecht die Pflanzen und die Tiere... Ich muss die Pflanzen auf jeden Fall auch rausholen. Und das war's mit dem Filter. ja, ich kann ja schlecht die Pflanzen mit den Tieren zusammentun. Kann man schon, aber dann kann ich nicht wirklich zählen. Erstmal muss ich die Pflanzen alle raus haben. So, hier sind auch noch
Schneckchen, ne, reingefallen. Ich glaube nicht, dass ich sie alle kriegen werde. Bin ich mir nicht so sicher. Ah, wir tun den Filter erstmal an der Seite und tun das Licht wieder oben auf, weil das einfach für mich persönlich auch besser ist. Da fliegen ein bisschen Katzenhaare rum. Ich hoffe, das stört nicht. So, ich werde nochmal einmal den anderen Eimer fertig machen. Ich glaube, hier werde ich das Tierreich drinne. Ja, lassen wir mal hier das Tierreich drinne. Mache ich dann noch eben normales Leitungswasser rein. Ich würde natürlich gerne hiervon abschöpfen. Das kann ich leider, ja, da müsste ich mir noch so eine Sekunde. So, ich habe doch, ich Dummkopf, habe doch extra noch so Billigzeug geholt. Irgendwie ist das Wasser sehr gelblich. Der Eimer ist komplett auch einmal ausgespült. Also ohne Chemikalien. Da hängt sofort eine Schnecke dran, das ist nicht wahr. Sofort hier reingefallen. Krass, so viele Schnecken. So, dass wir einfach mal so ein bisschen von meinem Wasser wieder da drin haben. Und dann schütte ich den Rest auf mit normalem Leitungswasser. Da das Garnelen sind, die, ich habe mir Garnelen geholt, die werde ich auch nochmal vorstellen, aber erstmal, ne, muss ich sie rausholen und den Bestand ziehen. Ja, die Garnelen sind diese Pearl-Garnelen oder wie auch immer sich das schimpft. Rot-weiße und ich habe einmal noch komplett rote, red, was weiß ich wie was, das werde ich euch nochmal alles einblenden, alles in Ruhe nochmal. Ihr könnt es jetzt leider nicht so gut sehen, deswegen nehme ich mir immer zwischendurch nochmal. Nehme ich meine andere Kamera. Also hier ist jetzt noch nicht viel drin, außer dass das Wasser ein bisschen gelblich ist. Aber da werde ich jetzt, hier sind noch zwei Schnecken, weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube, das sind Schnecken. Ja, die Schnecken werde ich jetzt erstmal vorher hier in meinen Eimerchen tun. Bin mir noch nicht so sicher, ob man die nicht einfach irgendwo... Das Problem hier an diesem Eimer ist natürlich, der ist rund. Und rund ist irgendwie immer schwerer, die Tiere rauszufangen, als wenn es eckig ist, klar. Weil wenn man gegen den Seitenrand drückt, dann möchten die Tiere meistens nicht raus. Oder die quetschen sich dann irgendwie so dadurch, weil natürlich dann die Hälfte nicht passt. Okay, ich wollte erst die Pflanzen rausnehmen, ich Blödmann, ne? Hm? Stimmt, Robin, stimmt. Das hier ist, wie gesagt, für die Schnecken. Das packen wir an der Seite. Das hier ist für die Tiere. Das packen wir an der Seite. Dann brauche ich jetzt noch doch den einen Eimer, wo ich meine Pflanzen drin habe, um die Pflanzen... Ich weiß, leider ist ja alles kaputt gegangen an meinen Dateien vom Einrichten des Aquariums. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das so. So kann man immerhin noch sehen, wie ich es halt im Endeffekt eingerichtet habe oder so. Also so halbwegs, ne? Mich nervt das jetzt ehrlich. Jetzt habe ich hier diesen Grünschwamm oder ich weiß nicht, was das genau ist. Dieses Moos oder was auch immer, das was halt wie Scheiße wächst. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, leider. Das hatte ich jetzt schon an der Seite getan. Wenn ich das jetzt wieder alles zusammenpacke, habe ich vielleicht wieder Schnecken oder so. Aber ich werde die ganzen Pflanzen auch nochmal alle einzeln abwaschen. Deswegen, ja, fangen wir an. Ich versuche natürlich nicht, irgendwie Garnelen oder was auch immer mit rauszuholen. Das wäre natürlich blöde. Ich habe das schon mal einmal meine Freundin machen lassen. Also, schneiden lassen, weil so wie man hier sieht, die Viecher, raus mit die Viecher. Die wachsen wie... Ehrlich, wie scheiße, ne? Kann man so sagen. Das ist irgendwo feste gemacht. Ich glaube, ich muss erstmal einmal komplett... Ach, das muss ich ja auch noch alles rausholen. Okay, ich muss nochmal einmal umdenken. Bis gleich. Okay, wir machen das anders. Wir versuchen das einfach... Ach nee, geil. Ich habe doch noch was anderes. Ich habe keinen Eimer. Aber ich habe noch eine Transportbox von Garnelen. Von garnelio.de oder wie auch immer sie das schimpft. Eigentlich wollte ich mir da nichts kaufen, aber ich habe es mal versucht. Es riecht halt nur nach Styropor. Es sollte eigentlich sauber sein. Da werde ich das ganze Gedöns, was drin ist, an Dekoration reinlegen. So, ich glaube, ihr seht das jetzt leider natürlich nicht. Ich habe maßlos halt überfüttert und am Anfang, wenn man halt natürlich noch keine Ahnung hat, ne? Hier sind auch überall Schnecken dran. Bin mir auch nicht so sicher, ob ich alles wieder... Oh, wir holen mal den Schnecken einmal nach oben. Ob ich da nicht irgendwie so ein bisschen abschaffen kann. Rein mit dir. Ah, dieses Plastik ist schon echt ein bisschen...
So, hier haben wir ein Pflänzchen. Ich gucke immer einmal nach, ob da nicht irgendwo noch Garnelen drin sind. Ist jetzt nicht so. Manches wächst prächtig und manches nicht so ganz. Tun wir mal so lange alles in den Pflanzeneimer. Gut, ich bin mir jetzt nicht so sicher, was da alles noch irgendwo hängt. Komm mal da raus, Garnele. Da sind zwei, drei Garnelen in dem einen. In der einen Pflanze hier schon alleine drin. Ich könnte euch das natürlich zeigen. Ich möchte natürlich, dass die Tiere nicht. Kommt da raus, geht ab. Ich glaube, die sind weg. Ich glaube, sie könnten auch theoretisch überleben. Ohne die Pumpe und so weiter. Ja, aber die sind jetzt schon ein bisschen so freier. Man sieht das schon, ich sehe jetzt schon von oben alleine drei, vier Stück, vier Stück von meinen Rot-Weißen. Es waren 10 Stück. Ich glaube, zwei sind leider ums Leben gekommen. Das tat mir dann auch sehr, sehr leid für den Anfang. Okay, Pflanzen rein, Pflanzen rein. Das Schwierigste wird sein, die Garnelen zu kriegen, ohne dass ich sie kaputt mache, weil unter dem großen Holz, Holzklumpen, den ich drin habe, sind wahrscheinlich echt viele, denke ich mal. Man könnte es hier sehen, aber sobald sie aus dem Wasser kommen, zuppeln sie sich weg, die Garnelen. Oh, Alter, hier ist alles voller Viecher. Was ist mit den Viechern? Rein damit ins Wasser. Könnte natürlich auch Aquascaping machen. So, ich gucke immer zwischendurch mal. Ich habe vorhin noch eine Entdeckung in meinem Aquarium gemacht. Einen mini, mini kleinen Fisch. Ich habe keine Ahnung, ob da schon irgendetwas drinne quasi, ja, was heißt, geleicht hat, wie nennt sich das, Babys bekommen hat. Dafür, dass ich keine Fische haben wollte, funktioniert das anscheinend sehr gut. Versuchen, die Fische zu fangen. Ja, wir nehmen noch hier schön die das Thermometer raus. Auch Schnecke dran, ist nicht wahr, ne? Geh, ab, ab. So, das werde ich alles noch sauber machen. Das wird eine Heidenarbeit, glaube ich. Also Garnelen fangen scheint sehr schwer zu sein. Ich werde erstmal die Fische versuchen rauszufangen. Ich habe mir hier eine echt blöde Ecke ausgesucht mit dem Aquarium. Ja, wir versuchen erstmal wirklich alles rauszuholen. Ich musste das Aquarium, das hatte ich leider alles in dem anderen Video gesagt, leider umstellen. Ich hatte dann gedacht, das werde ich in mein Zimmer stellen. Aber das mit meinem Oh, da sind direkt zwei Garnelen unter dem einen Pflänzchen hier gewesen. Ich musste das leider umstellen, weil dieser Schreibtisch, den ich dafür vorgesehen hatte, oder dieser Tisch, den ich mir von meinem Nachbarn geholt habe, von meiner Verwandtschaft, hätte das nicht ausgehalten, dieses Becken. Das wiegt so ungefähr 60 Kilo dann voll. Deswegen habe ich das hier auf dem Esstisch, den wir sowieso nicht benutzen, draufgestellt. Und jetzt stellt sich natürlich heraus, dass das alles ein bisschen scheiße ist. Ja, ich werde es tun. Ich werde den Stein als erstes rausholen. Hier sehen wir schon direkt. Okay, ihr könnt es leider wirklich nicht sehen. Ein paar Garnelen. Die hängen da echt dran. Aber sobald die an die Wasseroberfläche kommen, möchten sie das nicht mehr. Ja, es sieht jetzt natürlich, es ist alles aufgewirbelt. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Da sind auf jeden Fall Garnelen. Weiße, also weiß-rote, komplett rote. Das Wasser ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr dunkel. Blub, 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 blub. Sie springen hier drin rum. Naja, alles gut, alles gut. Kommt raus, ihr hängt natürlich leider immer ein bisschen in dem Netzchen. So. Also wir haben zwei Pearl Garnelen schon mal gefangen. Hinterher werde ich natürlich noch einen Stand machen. Fische sind natürlich auch noch drin. Die springen aber ganz schön. Vielleicht kann ich euch das mal so zeigen. Das hier ist eine Perlgarnele. Die springt auch übelste, wenn ich jetzt so mache. Ja, das ist wahrscheinlich Quälerei, das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte euch einfach nur mal zeigen, dass hier auf jeden Fall welche drin sind. Da ist eine drin. So, ja, man sieht auf jeden Fall, dass sie springen. Sieht aus wie ein Schrimp. So, wir haben hier Mollys. So, wir haben hier eine Mollys. Stopp. Sonst kriegt ihr gar keinen auf die Schnauze. Wir haben mal noch so ein Zebra. Ich glaube, die nennen sich Zebras. Davon habe ich auch vier Stück drin. Hier haben wir eine rote Garnele, komplett rot. Ich habe den Namen jetzt auch gerade wirklich nicht im Kopf, weil da bin ich noch nicht so ein Meister drin. Ich werde es euch aber nochmal alle nochmal vorstellen, wenn das Becken wieder schöner aussieht. Es ist sehr dreckig.
Haben wir uns natürlich auch alles aufgewirbelt. Hier haben wir unsere Fischis und Garnelen. Ich zähle mal so halbwegs. Die roten kann man einfach erzählen, die sind nicht so agil irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, ich zähle 7 rote. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auch 7 rot-weiße. Da ist unser Babyfisch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, machen wir jetzt noch. Kies habe ich sauber gemacht, wenn man das so sehen kann. Filter machen wir noch sauber jetzt. Ich habe leider keinen mehr. Deswegen machen wir hier mal unseren ekligen Filter sauber. Ja, sieht man, was für eine Mocke rauskommt. Gut, ich mache den jetzt sauber und dann sage ich mal bis gleich. So, hier sehen wir mehr oder weniger, was wir so alles im Becken hatten. Mollys, Zebras, ein ganzer Knubbel Garnelen. Die sind jetzt leider schon ein bisschen sehr lange hier drin, weil das Saubermachen doch sehr lange gedauert hat, auch jeden einzelnen Stein und jede Pflanze einfach mal sauber machen. Ja, jetzt muss ich leider ein bisschen warten, weil ich dumm war und das Becken natürlich noch ein bisschen sehr unklar ist. Aber meiner Katze gefällt es anscheinend. Ne, Kitty? Ja, da ist noch nichts drin, das weißt du doch. Ich werde da gleich noch mal einmal so mit dem Kescher durchgehen. Ich hoffe, ich habe jetzt die ganzen Schnecken mehr oder weniger tot. Es ist natürlich sehr unklar noch, weil ich hatte auch diesen Dünger unter dem Kies und das ist alles aufgewirbelt. Ich habe den Kies natürlich ein bisschen sauber gemacht. Ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich, wenn das Becken mehr voll ist, ne? Katze. Da ich ja Plati-Babys habe anscheinend, denke ich mal, weil bei den Zebras habe ich gehört, dass sie wohl eigentlich nicht so wirklich dafür geeignet sind zu züchten, hier privat. Weiß ich nicht, hat mein Bruder mir so gesagt. Ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, das sind Mollys, das sind aber keine Mollys, das sind Platis. Ich habe eine Bestandsaufnahme gemacht, ich habe 3 Mollys, 4 Zebras und 9 rote Garnelen und 8 rot-weiße Garnelen, diese Pearl-Garnelen. Dazu aber dann später nochmal mehr. Ich habe die Tiere jetzt schon im Wasser drin, weil mir die in dem Eimer hier so sehr leid taten, dass halt wegen Pumpe, also weil kein Pumpe etc. drin ist, das Wasser ist jetzt leider noch ein bisschen, ja, wie soll man das, das Wasser ist leider noch ein bisschen unklar, aber das wird sich schon mit der Zeit geben. Und da ich diesen einen kleinen Fisch hier, diesen Mini-Baby-Plati irgendwo hier, den werdet ihr wahrscheinlich leider nicht sehen, drin habe, habe ich mir was einfallen lassen, da ich kein Ableichbecken habe, mehr oder weniger, habe ich eine einfache Cola-Flasche hier genommen. Ich habe da ein paar Löcher reingestochen. Ja, die werde ich dann reinsetzen und dann so quer drinnen liegen lassen und den kleinen Fisch dann halt da drinnen haben. Den werde ich euch wahrscheinlich jetzt noch nicht zeigen können, sondern erst, wenn ich das fertig gemacht habe. Aber man kann ja hier schon mal sehen, ich habe jetzt keine Pflanzen, noch nichts drin, weil ich das mit Absicht so gemacht habe.
Man sieht jetzt hier natürlich noch hier schön meine Garnelchen und da ist noch eine schöne rote. Ich zeige euch das aber hinterher nochmal, wenn das Becken wieder vernünftig läuft und schön sauber ist. So sieht das Ganze dann aus, wenn es mehr oder weniger fertig ist. Die Flasche schwimmt jetzt leider hier ein bisschen drin rum. Das ist jetzt mein zweiter Versuch. Ich habe zu große Löcher reingemacht, deswegen ist mir der Kleine sofort entfleucht. Da ist er. Wenn man natürlich kein Aufzuchtbecken hat, ist das eigentlich eine ganz geile Idee. Und es ist mir echt lieber, dass er da drin ist, als dass er jetzt von allen möglichen in meinem Becken gefressen wird. So, das ist jetzt das Aquarium, nachdem ich es gesäubert habe und sauber gemacht habe quasi. Ich werde es euch gleich nochmal schön mit der anderen Kamera noch ein bisschen näher zeigen. Oder mit dem noch. Ich habe jetzt noch nicht so viel reingetan, weil ich die Pflanzen, wie gesagt, noch von den Schnecken befreien wollte. Ja, ich werde jetzt noch ein paar meiner Pflänzchen wieder einpflanzen. Ihr seht das dann im Zeitraffer. Das Leben unter Wasser ist tausendmal besser als alles, was die da oben haben. Der Seetang blüht immer grüner, wenn er dich von fern erfreut. Deshalb willst du zu den Menschen, doch das hast du schnell bereut. Schau deine Welt doch genau an, ja hier, wo du schwimmst und lebst. Voll Wunder siehst du das Blau dann, sag's etwas, du noch erstrebst. Unter dem Meer, wo wär das Wasser besser und nasser, als es hier wär. Die Tropen schuften wie verrückt, drum wirken sie auch so bedrückt. Wo hast man Streben, wo lebt man eben unter dem Meer? Es sieht jetzt nicht ganz so super mäßig, Aquascape-mäßig aus, aber es gefällt mir, den Fischen geht's gut. Es ist jetzt noch leicht milchig, weil es einfach noch zu neu ist. Das wird sich jetzt die Tage noch einpendeln. Das sah vorher schöner aus, aber das wird noch ein bisschen mehr wachsen. Ich habe nämlich alles ein bisschen beschnitten, weil das alles überwuchert war und ich halt übel krass überfüttert hatte. Unter dem Meer, niemand frittiert dich, brät und serviert dich hier zum Verzehr. Der Mensch hat uns zum Fressen gern, doch hier sind seine Haken fern. Lass Stress und Hass sein, Leben muss Spaß sein unter dem Meer. Unter dem Meer, unter dem Meer, unter dem Meer. Ist es nicht toll hier, ganz wundervoll hier, voller Esprit. Sogar die Sporten und der Lachs, die spielen Sporten mit zum Flachs. Wir spielen alle Zander und Qualle unter dem Meer. Die Kröte spielt die Flöte, die Laff zupft die Harfe, die Masch schlägt den Bass, klingt der Sound nicht scharf. Der Barsch bläst den Marsch, die Schlei spielt Schalmei. Und hier ist der King of Soul. Der Hecht ist nicht schlecht, der Schäfisch im Gott. Der Wal zwingt das Aal, der Butt am Fagott. Der Molch und der Lurch, die schwimmen nur durch. Und der Fisch, der bläst sich auf. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich werde auch laufend Updates zum Aquarium bringen und ich habe auch noch ein zweites Tetra 20 Liter Aquarium gekauft, das habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen geholt. Ich muss mich nochmal von vornherein entschuldigen, da mir echt die Festplatte kaputt gegangen ist, meine externe, wo ich die ganzen anderen Aufnahmen hatte vom ersten Aufbau, vom richtigen ersten Aufbau und von dem Fischkauf und so, diese Sachen sind leider alle verloren gegangen. Das 20 Liter Becken wird dann auch noch bald kommen. Das habe ich, wie gesagt, gebraucht bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Das sieht noch fast echt wirklich aus wie neu. Allerdings brauche ich dafür noch eine neue Neonröhre oben. Die wird dann noch die Tage hoffentlich mal kommen. Dann würde ich mir sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, vielleicht ein Abo, wäre ganz super geil. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao. Heißer und nasser. Bei uns geht's toll hier. Ganz wundervoll hier unter dem Meer.